Es ist Renntag hier in Monaco. Diese Strecke fordert Können und Konzentration von den Fahrern. Die Straßen von Monte Carlo, die letzte Nacht voller Feiernder waren, sind heute frei und bereit für das Rennen. Der Mann, für den heute alles auf dem Spiel steht, ist Kimi Räikkönen. Er startet von Platz 1 und wird seine geradezu legendäre Coolness brauchen, um nicht in der ersten Kurve schon überholt zu werden. Er wird in den ersten paar Runden auf Nummer sicher gehen wollen und alles daran setzen, nicht überholt zu werden. Schafft er es, diese Position beizubehalten, bis sich alles eingependelt hat, dann hat er einen gewaltigen Vorteil und kann das Rennen kontrollieren. Was denkst du, was in Fernando Alonsos Kopf vorgeht, wo er nun sieht, wie gut Ferrari dieses Jahr abschneidet? Alonso hat Ferrari verlassen, da er nicht daran glaubte, dass er mit den gebotenen Möglichkeiten einen dritten Weltmeistertitel holen kann. Wenn er gewusst hätte, dass alles wieder rund laufen würde, wäre er da geblieben. Vettel hat eine schlechte Startposition, der 6. Platz, alter Finder. Dann sind ja ganz schön viele vor ihn geschoben. Okay, wie viele Runden fahren wir? Runde 39, ja, wir fahren 40 Runden ungefähr, hatte ich da eingeschätzt. Okay, wir fahren nur, machen nur einen Boxenstopp. Krass, wir fahren da in 20 Runden mit den Reifen. Okay, 20 Runden, dann kommen die Prime drauf und dann fahren wir damit auch nochmal 20 Runden. Sagen wir mal so, das bietet mir natürlich die Möglichkeit, wenn ich weiß, der Prime hält verdammt lange, auch in Runde 17 oder so schon mal reinzukommen. Ich merke, die Reifen bauen ab, komme ich vorher schon rein. Weil der Prime wird lange halten. Der wird nicht nur 20 Runden halten, weil der 20 Runden hält ja allein der Option. Also werden wir wohl, ich denke mal, ein bisschen früher sogar schon reinfahren. Müssen wir mal gucken. Ich will auf jeden Fall nicht in den Verkehr kommen, weil das wäre nämlich tödlich für mich, weil dann verlieren wir massiv Zeit und das können wir uns nicht leisten. Und deswegen würde ich sagen... Oh, scheiße, ich bin so angespannt. Alter, das gibt's nicht. Kurz nochmal einen Schluck Kaffee. Gut, jetzt habe ich noch eine Koffeinüberdosis. Perfekt. Und... Oh Mann. Wir müssen auf der Strecke bis Kurve 1 voll konzentriert sein. Wir sind jetzt im Vorteil und das soll so bleiben. Verteidige innen. Dann können wir Kurve 1 im Führten verlassen. Puh. Ich gerade überlege, dass ich das jetzt hier 40 Runden runterreiße, ne? Köpfe ich mich ja selber für die Scheiße, die ich hier abziehe. Erste Runde bin ich jetzt mal komplett ruhig, weil ich hier volle Konzentration brauche, um die hinter mir zu halten. Aber beziehungsweise wenn ich sie hinter mir halten kann, irgendwie Vorsprung rauszuholen. Soweit. Bremse relativ früh, aber ist mir lieber als die Wand zu scheppern. Fahre ich nächstes Mal im zweiten Gang rein. Der erste Gang fühlt sich einfach falsch an in der Kurve. Ich weiß nicht, warum mir das Spiel den ersten vorschlägt, aber ich bin da so schnell wieder im Drehzahl begrenzt, das fühlt sich einfach nicht richtig an. Oh shit. Boah. Das hat mich jetzt gerade ein bisschen rausgebracht. Ich hatte gerade echt Schiss, dass mir der Hinterreifen zerfetzt hat. Es hat nämlich so geklungen. Gott sei Dank keinen Schaden von dem Einschlag mitgenommen, da war ich nämlich zu schnell rausgezogen aus der Kurve.
gefällt mir jetzt persönlich nicht so gut. Das gefällt mir hier hingegen doch gut. Ihr seht, ich fahre sehr nah an der Leitplanke lang, aber dadurch kriegt man die Kurve halt optimal. Aber man muss halt echt aufpassen, nicht dran zu titschen. Ich fahre sehr auf Kontakt hier auf der Strecke, das sollte ich mir vor dem 1-Wagen echt lassen. Ich kann mir vorstellen, wenn die Reifen hier abbauen, habe ich so arge Probleme auf dieser Strecke. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Wagen sich hier noch dann ansatzweise fahren lässt. Die Reifen halten hier halt relativ viele Runden aus. Das liegt einfach daran, die Runden sind ja sehr, sehr kurz. Und daher halten die Reifen hier halt einfach viel länger. Runde 3 fertig. Gut gemacht, du bist die bislang schnellste Runde des Rennens gefahren. Und halte Hamilton aus meinem DRS-Fenster raus. Das ist sehr gut, das ist so mein Hauptziel. Weil wenn der DRS überhaupt gerade ist, ist der vorbei. Das ist ja Kurve, ne? Ich fahre da jedes Mal quer raus. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es gut für die Reifen ist. Oh, da musste ich voll in die Eisen gehen. Da musste ich gerade voll in die Eisen gehen, dann wäre ich nämlich in die Wand gerutscht. Das hat natürlich jetzt massiv Zeit gekostet, weil ich da verstand. So viel Reifen war das sicherlich auch nicht. Ich fahre den zweiten raus, viel angenehmer. Ich kann viel früher aufs Gas treten. Das gefällt mir schon besser. Ich habe ja gesagt, ich werde relativ wenig reden, weil ich mich einfach hier so krass konzentrieren muss. Jetzt gibt es halt direkt einen Fehler. Ich bin gerade die beste Zeit, die ich hier gefahren bin, ist sogar schneller als, glaube ich, die KI im Qualifying fahren konnte. Hamilton ist, glaube ich, Qualifying langsamer gewesen als ich in meiner schnellsten Rennrunde. Okay, bin vielleicht ein bisschen zu schnell. Aber gut, auf der Rennstrecke bin ich das jetzt gerade nicht mehr. Gut, mal sehen, guck mal auf die Map, ne? Alle anderen kommen nicht mit, aber die beiden... Aber die beiden drehen hier plötzlich so krass auf, aber der Rest des Fahrerfelds kommt nicht mit. Das macht mir ja noch mehr Mut, dass er noch nicht mal aufgedreht hat. Das war ein wenig gecuttet auf jeden Fall.
Letzten Sektor bin ich halt wohl echt ein bisschen langsamer. Hier holen sie immer wieder auf. Wie bescheuert. Das ist aber das Problem, dass sie hier aufholen, weil hier nämlich die DRS-Zone anfängt. Obwohl, der Messpunkt ist vor den Kurven. Aber hier sind wir auf jeden Fall viel zu nah dran, die beiden. Wieder mein Lenkrad los. Ihr seht, in dem Abschnitt hier bin ich schneller als die KI, aber schneller als die KI, was eine Betonung, Lukas. Aber im letzten Abschnitt, da kommen sie halt wieder ran. Das Wetter sollte trocken bleiben. Wir halten dich über jegliche Wetterwechsel auf dem Laufenden. Sehr gut. Habe ich gar nicht gecheckt gehabt. Ich habe bisher geguckt, ja, aber schon mal gut. Wir haben keinen Regen. Optimal. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Abstand rausfahren können. Sehr, sehr gut. Boah, perfekt. Das höre ich doch mega gerne nach einem Viertel des Rennens ungefähr. Ich fahre so lange wie möglich auf denen, weil die sind halt viel, viel schneller als die Weichen, als die Harten. Wie immer, wie muss ich denn fahren, damit ich keine mehr übrig habe? Jetzt mal keinen Scheiß. Muss ich den ganzen Tag, okay, auf Fett fahren, aber ich meine halt normal, ne? Ah, shit. Das war auch wieder ein Schreckmoment, das hätte nämlich auch wieder irgendwas kaputt fahren können. Scheiße, ey. Die fahren auch sehr schwank. Okay, ich fahre auch sehr schwank, was meine Zeiten angeht. Aber die holen manchmal auf, manchmal verlieren sie wieder. Ziemlich komische Fahrweise der KI hier manchmal. Aber was mir auch auffällt, die KI fährt hier vorhin die richtige Ideali. Weil hier die gerade runter auf die eine Rechtskurve, da ist ja links so ein Hubbel. Und umfahren die Fahrer auch. Das tut die KI auch, haben wir ja auch im Training was, glaube ich, gesehen. Dass die KI da auch rumfährt. Finde ich halt sehr geil, dass die Ideal nicht angepasst haben. Weil, glaube ich, die letzten Jahre nicht so. Da ist die KI immer voll drüber geballert. Was eigentlich echt nicht so ist, weil, naja, es ist eine Bodenwelle, da willst du mit Formel 1 nicht drüber knallen. Hatte aber nicht so viel Auswirkungen damals immer. Das Fahrverhalten. Weil solche schon im ersten Drücker. Die Reifen bauen anscheinend schon ab. Sonst ändern sich die Gangzahl nicht. Jetzt haben wir wirklich ein Viertel rum, sehr gut. Puh, minimal anstrengend. Deswegen habe ich auch entschieden, aufgestanden, gefrühstückt,
Oh, gehst du duschen? Nee, spielst erst Formel 1, danach gehst du duschen, lohnt sich das einfach nicht. Danach kannst du mich direkt wieder. Ah, 40 Runden Monaco ist halt echt. Tickt so ein bisschen den Kopf und den Körper. Also schön aus der DRS-Zone raus, ist optimal. Mehr will ich gar nicht. Das reicht mir schon massig. Du siehst, dass ich gerade habe, meine Füße schlafen ein. Das ist jetzt nicht gut. Das war abgekürzt. Ah, da war ich zu spät auf der Bremse. Das Spiel sagt das nicht, dass es abgekürzt war. War in echt hätte ich dafür nicht auf den Rüffel bekommen. Den ersten Gang nutze ich nicht gerne. Im zweiten Gang kannst du einfach viel schöner rausbeschleunigen, weil im ersten kann es halt stark passieren, dass Heck kommt. Da habe ich nicht so wirklich Bock drauf. Gut, es sind noch drei Viertel Benzin des Startbenzins im Tank. Noch drei Viertel der Benzin hast. Das passt ja ungefähr. Also haben wir ein bisschen Benzin auf jeden Fall Überschub. Hier kann man ja mit drei Viertel ganz gut rechnen. Haben wir insgesamt fast 40 Runden. Ah, da wollte ich zu früh einlenken. Gott sei Dank haben wir schnell korrigiert. Ohne einen Fehler beizurufen. Die Reifen sind auf jeden Fall erstmal noch in Ordnung. Gut. Bis Runde 18 müssen sie durchhalten. Das sollten wir irgendwie hinkriegen. Mein Mercedes holen wieder auf, das stört mich jetzt ein bisschen. Hamilton ist etwas schneller unterwegs als du. Er verkürzt seinen Rückstand pro Runde um 15. Ja, ich merke es so nach und nach, dass die Reifen wirklich abbauen. Das merkst du jetzt auch am Fahrverhalten. Dass der Wagen einfach in den engen Kurven nicht mehr so rumbeln, wie man es gerne hätte. So, hier seht ein bisschen mehr rumslidet. Und ein wenig mehr rutscht, was natürlich nicht so geil ist, weil du durch den Leitplanken ein wenig näher kommst, als dein Lieb ist. Statt sie bei Mercedes sich mal gegenseitig bekriegen, nee, warum auch. Ist ja nicht so, als wäre Rosberg jedes Mal im DRS-Fenster und trotzdem kommt er nicht vorbei. Kommen so langsam auf die letzten, holen wir schon auf. Also wir werden bald überrunden müssen. Das wird gar nicht mehr so lange dauern. Ein paar Runden noch, dann sind wir dran. Dann werden, denke ich mal, schon deutlich schneller sein als das hintere Fahrerfeld. Oh Mann, abgelenkt auf der Geraden. Da denkst du, da musst du nicht viel machen. Knallst du trotzdem in die Mauer.
Ich baue auf jeden Fall nicht so krass im Vorsprung aus wie in Katalonien noch. Hier kann ich mich nicht so leicht von Hamilton absetzen. Das funktioniert diesmal nicht. Jede andere Strecke wäre jetzt schon locker einmal drin gewesen, wenn nicht sogar das zweite Mal schon. Puh. Hier fährst du einfach mal 20 Runden auf dem weichen Reifensatz. Nichts kaputt gegangen, Glück gehabt. Das war ein bisschen zu früh runtergeschaltet, das hat dem Motor nicht gut getan. Hast du wieder hochknallt, ab dem Moment weiß ich, nope, das war noch zu viel Drehzahl. So, drei Runden, dann kann ich einmal kurz meine Beine entspannen. Oh. Hula! Hat man es gerade schon gesehen, die Reifen werden schwächer. Er holt nämlich jetzt mit Heck aus. Oh shit, come on. Ich habe gesagt, so ein Undercut wäre möglich. Falls diese Runde nochmal, wenn die nicht gut genug mehr läuft, der Wagen, dann werde ich ihn auf jeden Fall jetzt reinholen. Boah. Also ich halte so viele Runden durch, mit dem bin ich jetzt auch 16 Runden gefahren. Die holen jetzt massiv auf. Dann kann ich mir jetzt mal Runden sparen, theoretisch. Ich merke manchen Kurven, wie der Wagen jetzt doch schon öfters mit dem Heck kommt, was mir nicht so zusagen will. Die sind gelb, ja, die sind runter. Es geht noch, aber ich muss aufpassen jetzt so langsam, weil jetzt werden die Reifen auf jeden Fall schlechter. Runde 17 fahre ich jetzt rein. Eine Runde mehr oder weniger ist auch egal. So, jetzt in der Runde hole ich gleich einen Boxenstopp. Du verlierst pro Runde eine Sekunde auf Hamilton. Ich weiß. Deswegen Boxenstopp. Deswegen fahre ich jetzt rein. Es bringt nichts, weil ich verliere zu viel Zeit mit den Reifen, die ich jetzt drauf habe. Ich kann bei den engen Kurven fange ich jetzt rutschen an und deswegen verliere ich jetzt meinen ganzen schönen Vorsprung wieder. Deswegen wechsle ich jetzt früher auf Reifen, auf andere Reifen kann wieder mehr pushen. Statt mir jetzt hier den Vorsprung kaputt fahren zu lassen. Hey, beide waren noch vor mir, nice. Mal gucken, wann die mich überholen lassen. Ich weiß nicht, wo ich an den beiden jetzt vorbeikommen soll. Die werden aber auch gerade nicht langsamer, ne? Die machen nicht langsamer. Egal, fahren wir jetzt rein. Los, so Jungs. Gut, mein Mercedes-Artikel ist vorbei. Ich habe meinen ganzen schönen Vorsprung verloren. Scheiße, ey.
Mann, das ist, kotzt mich jetzt gerade an, dass wir den ganzen Vorsprung wegen den Reifen jetzt wieder verloren haben. Ich hätte schon eine Runde vorher reinfahren sollen, Mann. Na gut, komm. Wir bleiben noch auf 3, weil wir haben so viel Vorsprung rausgefahren, dass wir sogar vor Bottas bleiben, ist ja krass. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Boah, Verwarnung bekommen. Bin über die weiße Linie gefahren. Gott sei Dank nur eine Verwarnung. Glück gehabt, da kommt Bottas. Die ist aber auch scheiße einzuhalten, muss man jetzt mal ganz klar sagen. Der hat natürlich jetzt Weiche drauf, der wird schneller sein. Aber ich habe frische Harte. Meine müssen aber erstmal warm gefahren werden, merke ich gerade. Boah. Also die kommen jetzt auch diese oder nächste Runde rein. Oder übernächste. Boah, zu spät. Die Weichen fuhr sich schon deutlich besser, muss ich sagen. Aber hey, müssen wir durch. Beide sind in der Box, ne? Wir sind wieder beide reingefahren, was sie wieder komplett nach hinten werfen wird. Der hinten kommt gerade raus, aber wir bleiben locker vor ihm. Ja, und Rosberg würde ja massiv Plätze verlieren, weil die wieder beide gleichzeitig reingefahren sind. Ist immer noch so ein KI-Problem, muss man sagen. Ne, ich würde dem Team niemals beide Autos reinrufen, wenn sie genau hintereinander sind, weil es kostet einfach nur viel Zeit, recht, wenn es um die Spitzenposition geht. Der rutscht mir teilweise ein wenig zu viel. Aber wir haben natürlich einen massiven Vorsprung jetzt auf Hamilton rausgefahren, das ist natürlich mega geil. Oh, shit. Ist kaputt gegangen? Scheiße. Nein! Das ist jetzt nicht gut. Ich habe den Spoiler kaputt gefahren. Ah, scheiße. Ja, ich merk's. Scheiße, darf ich reinkommen? Es wird nichts. Box. Boxenstopp. Nein! Oh, du Spast! Boxenstopp! Wiederhol das bitte, ja, komm, ich fahr jetzt rein. Scheiße! Okay, Bottas kommt auch rein, aber wir verlieren Platz auf Hamilton. Nein! Komm. Vettel steht hinter mir. Nein, ich halt Vettel auf. Komm. Gut. Ich habe jetzt die Prime drauf gemacht, weil... die Option, weil die sind schneller. Und ja, ich habe die einmal drauf gehabt, jetzt kann ich mit denen auch nochmal fahren. Da ist noch ein Platz verloren, aber der muss glaube ich noch rein. Ja, die hatten schon drauf. Oh, shit. Ach, scheiße. Das war ein dober Fehler, der war unnötig, der Unfall. Das Rauschrutschen an der Stelle war mega unnötig, dadurch habe ich mir voll den Spoiler zerlegt. Habe ich auch direkt gemerkt, mega am Untersteuer gewesen, der Wagen. Mal gucken, ob wir auf die beiden Mercedes wieder aufholen können. Ich würde es mir wünschen. Vettel hat natürlich jetzt auch massiv Plätze verloren, dank mir. Ich muss an ihm vorbei. Nein. Ah, scheiße. Verwarnung, okay. Oh, ich habe ihm die Karre kaputt gemacht. Das war nicht geplant. Gibt eine Verwarnung, aber sein Wagen ist im Arsch. Was? Lob mich doch nicht für so einen Scheiß. Ich habe ihm gerade die Karre kaputt gekloppt. Er hat einen Platten gehabt, deswegen ist er langsamer geworden. Ich habe ihn nämlich in die Wand gedrückt. Das war kein... War nicht geplant, war aber auch eine doofe Stelle zum Überholen. Fehler von mir, sorry. Ganz großer Fehler von mir, war unnötig.
war mega unnötig. Scheiße, es hätte nicht sein müssen. 15 Sekunden. Naja, ob ich die jetzt aufhole, lassen wir mal dahingestellt. Ich lass mal fliegen. Die Reifen sind ja schon deutlich schneller, so ist ja nicht. Also die beiden fahren halt schließlich auch Mercedes, sind jetzt auch nicht langsam. Ich darf nur den Spoiler nicht nochmal anhauen. Die dürfen nicht nachlassen, Alter. Die müssen bis Runde 39 jetzt durchhalten. Die können nicht nachlassen. Okay, holt auf jeden Fall auf Rosberg sogar massiv. Da muss er so sagen, ich hab's selber gemerkt, du kannst mit dem Weichen ja viel schneller fahren. Allein in der Kurve hast du so viel mehr Grip. Das ist unfassbar. Der ist eine runde Teil, den muss ich gerne überrunden. Nur ist gut. Es gibt ja auch seinen Spaß hier auf der Strecke. Alle blauen Flaggen werden schon weggeschwenkt. Sollte die ja wohl auch gleich wahrnehmen, hoffe ich mal. Ah. Spoiler, diesmal Glück gehabt. Mann ey, ich muss mich hier gar nicht konzentrieren. Sehr gut an ihm vorbeigekommen, optimal gelöst. Traumhaft. Ich bin gespannt, wie die Reifen zum Ende hin werden, weil Problem ist, die werden schnell abbauen. Das ist der andere Mano, den wir noch überrunden müssen wieder. Ich glaube, Hamilton werden wir nicht kriegen, weil Hamilton einfach einen massiven Vorsprung hat. Aber auf Rosberg vielleicht. Wow. Beide schön an derselben Stelle überholen können. Perfekt. So, will man sich so stellt man sich über Rundungen in Monaco vor. Nice. Ich habe echt gedacht, dass mit die beiden werden jetzt Probleme bereiten, aber es lief ja sehr, sehr rund. Gut, das Rennen selber läuft nicht so rund, wie ich es gerne hätte. Flügelschaden, Ricciardo geschrottet. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Traumergebnis, mehr, auf das man stolz sein sollte. Falls ich etwas ändere.
Was? Nix geringes Risiko, Regenrisiko. Hier wird's überhaupt nicht regnen, sonst klatsche ich dich. Okay, hier ist er nicht mehr auf der Map sichtbar. Scheiße. Nächste Runde bis zum Ende des Rennens, wenn ich bitten darf. Ah, jetzt habe ich verbremst, weil so ein scheiß Fliege vor mir war. Verpiss dich, du Drecksvieh. Okay, Zeit für Ablenkung. Oh, oh, hulla. Ah, jetzt habe ich natürlich komplett verloren. Ich bin aus dem Tritt gekommen. Shit. So, die dritte Position sollte ich auf jeden Fall bekommen. Alles, was da drüber geht, kann kritisch werden. Minimal konzentriert, falls ihr das merkt. Ich weiß nicht, vielleicht merkt man mir das an, dass ich wenig rede. Ja, den Respekt gerade nice, das gibt's ja gar nicht. Ey, das hätte ich nie gedacht, dass ich den so aufholen kann. Problem ist, ich werde zum Ende des Rennens ordentlich Reifenprobleme bekommen, dann wird er Kollege mich wieder überholen können. Zum Ende des Rennens werde ich dann ein wenig vorsichtiger nämlich fahren müssen. Jetzt aktuell kann ich noch pushen wie ein Kranker. Das war die einzig gute Idee. Wirklich die Reifen direkt mitzuwechseln mit dem Spoiler, dass wir einfach direkt weich wieder draufziehen, um schnellere Pace gehen zu können, die Zeit, die wir verloren haben, irgendwie wieder reinzuholen.
So, wir sind gleich dran. Nice. Gibt's ja nicht. Geile Scheiße. Das hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Das freut mich aber gerade mega. Problem ist, ich weiß halt nicht, wie das denn mit den Reifen zum Ende hin ausgehen wird. Das ist halt echt Poker, was ich hier gemacht habe. Ich kann jetzt an ihm ran sein, aber wenn mir am Ende die Reifen ausgehen, bringt mir das gar nichts. Für DRS gereicht. Ach komm schon. Ich versuche dann oben gleich nach der Linkskurve, nach der langen, da irgendwie an ihm vorbeizukommen. Da bin ich immer gut wieder rangekommen und dann auf einer langen Geraden runter konnte ich dann mich meist neben setzen. Neben die Gegner. Hat ja beim Überrunden gut geklappt. Vielleicht funktioniert es auch beim normalen Überholen. Dafür bin ich aber nicht nah genug dran. Scheiße. Auch wenn ich nicht weiß, was für ihn eine Weile ist, ist das Problem. So ist der statt Ziegeran einfach vorbeizuziehen mit DRS. Vorher wird das nämlich einfach nichts. Ne, das reicht nicht. Mit DRS komme ich nicht vorbei. Das gibt's ja gar nicht. Nicht geklappt, kann ich dir sagen. Jetzt gleich in der nächsten, auf der Gegengeraden versuche ich jetzt reinzuziehen. Mann! Komm nicht vorbei an ihm! Scheiß nur eins! Komm zwar ran, aber nicht vorbei. Das ist kacke. Ich werde jetzt keinen dummen Move wie bei Ricciardo riskieren, weil entweder mache ich mir die Karre kaputt, kriege eine Strafe oder habe ein schlechtes Gewissen. Das letzte ist zwar nicht so schlimm, aber es macht das Rennen halt im Gesamten für kaputt. Alter! Lass mich doch einfach vorbei, hör auf dich zu verkämpfen hier, Mensch. Ich habe gute Reifen, die will ich noch nutzen. DRS reicht einfach nicht, man kommt damit nicht vorbei. Es klappt einfach. Oh Gott. Es klappt einfach nicht. Ah! Lieber Rosberg, das geht mir ein bisschen zu sehr an die Nerven. Könnten Sie das bitte unterlassen? Bleib drüben. Bleib drüben. Ich bin innen. Du Pissnecke! Mann, ey! Ich komme einfach nicht vorbei an denen! Jetzt überrunden wir gleich schon Autos, Mann! Boah, ich glaube, ich jetzt über drei Runden mit dem. Das geht mir ein bisschen ans Herz. Schieb mich gleich durch die Kurve, Kollege. Das meine ich wortwörtlich. Ich kann so lange auch nicht auf Hamilton aufholen, weil Rosberg ist ja langsamer als Hamilton. Ich komme auf der Geraden mit DRS nicht ran. Okay, jetzt sind wir gleich überrunden. Ich bin gespannt, wie er darauf reagiert. Ich muss da vielleicht irgendwo neben ihn setzen können.
diesmal aber, Kollege. Das gibt es nicht. Wir jedes Mal wieder durchziehen einfach. Was, das Hamilton? Hamilton wird die ganze Zeit aufgehalten von dem Ferrari. Von dem Ferrari oder was ist das? War ich auch irritiert, aber es ist Hamilton da vorne. Was? Wir werden dazu aber noch aufholen. Der wird nämlich auch die ganze Zeit aufgehalten. Ist Hamilton, krass. Fahr! Wir haben Verstappen aufgehalten. Der kommt einfach nicht vorbei. Die KI hat die Überrundungsprobleme. Auch nicht schlecht. Kriegen wir Hamilton doch noch. Ich glaube, ich die ganze Zeit rauslegen. Wir holen trotzdem auf Hamilton auf. Das ist halt echt ein komisches Ergebnis. Mann! Ich bin jetzt langsam echt leid, in dem Herd zu fahren. Deswegen hat der auch DRS wegen Hamilton, das gibt's ja nicht. So weiterfahren, dreh ich den gleich noch irgendwo rum. Nee, diesmal nicht, Kollege. Diesmal habe ich dich. Jetzt ist gut. Schluss hier, Carsten. Au, 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 au. Wehe, ich krieg jetzt eine Strafe. Hamilton kann eine kriegen, ey. Spaß. Da zieht er mich als Kalb mit gegen die Wand, ey. Toll. Okay, Rosberg ist kurz noch hinter mir geblieben. Aber Alter! Nee! Das Hacke zieht er einfach innen weiter durch, obwohl ich außen bin. Gut, er kommt ja nicht an Verstappen vorbei, deswegen holen wir ja wieder auf. Aber trotzdem. Ist ja trotzdem nicht korrekt. Mann. Gott sei Dank hat... Also, die Geräuschkulisse war... Geräuschkulisse war jetzt nicht schön. Hat nämlich so schön nach gebrochenem Carbon überall geklungen. Gott sei Dank nichts kaputt gegangen. Also das haben wir Glück gehabt, weil der hat mich einfach die Wand gezogen. Ich hätte da nichts mehr machen können. Dass ich seinen scheiß Finterreifen in meinem Vorderrad verliebt hat. Boah, Alter, was ein Rennen, ey. Halleluja. Brauche ich nicht nochmal. Ich bin auch zu alt für den Scheiß. Aber Hamilton kommt echt nicht an ihm vorbei, sonst wird der locker wegziehen. Steht jetzt da vorbei. Dammit! Okay, dann kann ich mit denen sogar zum Ende fahren. So wie immer? Gut. Jetzt muss ich an Verstappen vorbei. Ich will an Hamilton rankommen. Shit. Vielleicht habe ich ihm dadurch geholfen, vorbeizukommen. Aber wie ist denn da vorbeigekommen? Ich habe mich ja sogar direkt aufgehalten, dadurch, dass ich da im Weg war. Verstappen, könntest du bitte Platz machen? Hier ist auch sowas wie eine blaue Flagge gezeigt, Kollege. Boah, scheiße. Nein! Mann, ey, du hast blaue Flagge, da musst du zurückziehen, nicht noch reinhalten. Arschgeige. Das Auto heißt auch Reifenschoner, weil weniger Druck auf den Reifen natürlich ist. Also indirekt weniger Gewicht die Reifen belastet, so rum wollte ich sagen. Weniger Druck ist Schwachsinn. Ich meine, der Wagen drückt weniger auf die Reifen, so rum. Rosberg sollte jetzt keine Gefahr sein, weil wenn der auch so lange wie Hamilton bei Verstappen braucht, dann ist der eh abgehakt. Da kommen wir über Rundungsopfer, sehr schön. Perfekt, um mal Hamilton vorbeizukommen. Ich habe dann auch Spaß, nämlich drei Autos, die wir überrunden müssen. Das ist eine Menge Holz. Ich bin gespannt, ob Hamilton vielleicht nachher noch eine Strafe kriegt. Wäre lustig. Verdient hätte das teilweise, er hätte ein bisschen Platz lassen müssen. War ja außen, ich kann ja auch nirgendwo mehr hin.
Gut, da außen rüberholen ist auch nicht ein feiner englischer Art, aber trotzdem. Obwohl, ich glaube, wir waren einfach beide im Unrecht. Irgendwer hätte auf jeden Fall nachgeben müssen. Hat keiner, ist doof gelaufen am Ende dadurch. Hi Hamilton. Oh, es funktioniert immer wieder. Finde ich super. Meine neue Lieblingsüberholstelle. Eriks macht schön Platz. Ist auch traumhaft hier. Das ist ja wie im Schlaraffenland. Ist ja schön hier. Noch ein Perez vorbei und dann Kvyat. Wo hier ausgesprochen wird. Könntest du bitte mal vom Gas gehen? Ich will vorbei. Ah. Ich will doch einfach nur vorbei. Fahr! Sie lassen sich einfach nicht vorbei, ist das Problem. Am Ende werde ich wieder einen Unfall provozieren. Okay, irgendwo hat es geschöpfert anscheinend. Der Hamilton ist direkt hinter mir, wie ich schätze. Lässt du mir Platz? Lässt du mir Platz? Lässt du mich durch? Boah, das war scheiße eng. Da kommt Hamilton, verdammt. Boah, ey, das ist keine Enzel. Das ist eine Rennphase hier. Ich krieg gerade echt Herzinfarkt gleich. Kein Scheiß. Nur am Fiat vorbei, das sollten wir jetzt gleich hier gelöst haben. Lass mich an hier ja ganz gut eigentlich vorbei. Boah, ich muss so viele Runden jetzt. Das ist doch kacke. Das ganze Fahrerfeld jetzt vor einem. Das ist doch scheiße. Man kommt auf dieser Strecke einfach nicht gut vorbei. Die KI ist zwar sehr geil, was Platz machen angeht, aber auf der Strecke teilweise echt beschissen. Weil hier vorne, überall könnt ihr Platz machen, macht es aber einfach partout nicht. Du musst dich dann die ganze Zeit entweder brutal vorbeiquetschen oder eine Strafe riskieren kannst, wenn du deinen Wagen beschädigst. Oh, Hamilton holt jetzt auf. Oha, okay. Ich werde jetzt versuchen, hier auf Start Ziel vorbeizuziehen, irgendwie. Lass das DRS zu, du Spast! Ich weiß noch nicht, wie ich das tue, indem ich hier im ganzen Verkehr hänge. Jetzt mach doch mal Platz, ey! Jetzt mach keinen Scheiß! Das ist doch kack KI-Verhalten. Mach Platz! Bonjour, ich warne dich. Danke. Oh, da ist Ricciardo. Ups. Ein Wiedersehen. Ich hätte nicht, dass wir den noch mal im Rennen sehen, aber hey, da ist er ja. Zehnter. Ich habe ihm ein minimales Rennen, glaube ich, versaut. Scheiße. Der Himmel ist erst da hinten. Der hängt gerade wieder voll im Verkehr drin. Ja, du musst mir ja keinen, musst mir Platz machen, aber nicht direkt die Wand küssen. Ricciardo wieder komplett auf Aggressionskurs. Du Spast, Alter, Finne. Boah. Ey, Gott sei Dank habe ich die noch fangen können, Alter. Ich muss gerade so kurbeln. Du dummer Spacko. Ey, das war jetzt die Rache, ne? Du dumme Arschgeige. Nur eine Runde noch. Jetzt muss ich nur den Wagen auf der Straße halten. Boah, das war jetzt eine Schrecksekunde. Halleluja, ey. Ja, der hat mir nämlich voller mitgegeben. Meine Karre hat voller links geschleudert. Ich konnte ihn gerade noch so abfangen, weil der wäre nämlich voll weggegangen, die Karre. Ich fahre jetzt einfach das Rennen ganz entspannt zu Ende. Und hau Ricciardo noch irgendwas gegen den Helm, den dummen Spaß. Du machst doch einfach keinen Platz, das machst du gerne. Fahre ich einfach mit dem Pulk mit, ist mir eigentlich relativ egal. Wie sieht mein Reifen eigentlich aus? Das geht sogar noch.
Okay, sind auch gelb, also nur ein paar mehr Runden ginge nicht mehr. Also es ist gut, dass es gleich zu Ende ist. Ich bin auch nass geschwitzt, falls ihr fragt. Fühlt sich sehr, sehr erotisch an. Halt einfach das Rennen hinter denen zu Ende. Das ist mir jetzt so wumpe. Ich werde jetzt hier nicht noch irgendwie versuchen zu überholen. Einfach aus Sicherheitsgründen. Ich habe nämlich keinen Bock, mir die Karre jetzt noch zum Ende zu zerlegen. Oder gestraft zu kriegen. Ja, ich bin gespannt, ob Hamilton eine bekommt. Ich kriege auch gar keinen Fall eine. Was mich teilweise bei meinen ganzen Manövern hier mittlerweile wundert. Aber hey, ich nehme es gerne hin. Yes, Leute, ist es. Bam! Bam! Spiel, danke. Ja, das feiere ich mal. Die Siegerehrung ist sogar angepasst. Bei den anderen Rennen ist ja immer auf der Siegertribüne. Bei Monaco ist das ja ein bisschen anders. Sehr geil, dass sie das angepasst haben. Finde ich sehr gut. Ein wirklich denkwürdiges Rennen, das natürlich vor allen Dingen Kimi Räikkönen so schnell nicht vergessen wird. Ein schöner Sieg für den Ferrari-Fahrer. Ja, auf jeden Fall. Ein geniales Rennen, das auch den Fans große Freude bereitet hat. Nach all der Aufregung ist es nun erst einmal Zeit, sich etwas auszuruhen. Danke, dass Sie bei uns waren und bis zum nächsten Rennen. Boah, heilige Scheiße, was ein Ritt, ey. Oh, das war jetzt wirklich, also die Endphase war ja wirklich krank. Zwischenzeitlich übelst langweilig, aber dann zum Ende in meine Fresse. Puh, wir haben das Ding noch gewonnen, trotz zwei Boxenstops. Ey, damit hätte ich niemals gerechnet, Leute. Scheiße, noch eins. Ich war jetzt auch nicht massiv viel schneller als die KI. Das lag dann einfach daran, dass ich mit den weichen Reifen und Problem war halt, die KI hat übelste Probleme bei den Überrunden hier auf dieser Strecke. Und deswegen habe ich halt auf Hamilton und Co. wieder aufholen können. Aber gibt's irgendwelche Zwischenfälle? Kollision mit Kimi Räikkönen. Ah, es wurde sogar gewertet, aber es hat nur eine Achtung gegeben. Weiße Linie, Boxengasse überfahren, Achtung, Kollision mit Ricciardo verursacht, Achtung, Rosberg, Kollision mit Räikkönen verursacht. In derselben Runde? Da ist der mit denen reingefahren. Mit mehreren Ricciardo-Partnern auch nochmal aufgeräumt, der Runde 34. Aber Runde 33 kann mich gar nicht erinnern, dass Rosberg noch dabei war. Aber gut. Oh, wir haben auf Hamilton weiter aufgeholt, sehr geil, und der Konstrukteursmeisterschaft, gut, da haben wir nicht viel aufgeholt, weil Vettel ist gerade mal, warte, wo ist ein Vettel geworden, na, weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber Vettel ist nicht so gut geworden, glaube ich. Alter, puh. Jetzt köpfe ich erstmal den Champagner und feier ein bisschen, das ist echt ein Ritt gewesen, heilige Scheiße. Gut, nächstes Mal geht's dann nach Kanada, und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben, da würde ich mich riesig freuen, und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der kommenden Folge wieder. Haut rein, bis dann, ciao.